sehen uns auf reitschuster.de. Diejenigen, die am Boden liegen, die schlägt man nicht. Das muss auch für Annalena Baerbock gelten. Und drum wollte ich dieses Video zunächst eigentlich gar nicht machen. Aber dann habe ich mir es nochmal überlegt und ich sagte mir, die Frau Baerbock, die sitzt noch so hoch auf ihrem Ross des Moralismus, dass die Begünstigungsklausel, dass diejenigen, die am Boden liegen, dass man die nicht tritt, für sie nicht gilt. Aber ich beginne heute mal mit dem Backstage und Sie werden jetzt nicht sofort ahnen, was das mit Annalena Baerbock zu tun hat, aber es hat etwas mit Annalena Baerbock zu tun. Das Backstage, das war in den 2000er Jahren in Moskau, ich im Mariinsky-Theater in St. Petersburg beim legendären Dirigenten Gergiev. Sein Konzertmeister war ein guter Freund von mir und darum durften wir hinter den Kulissen beim Ballett dabei sein. Da war Giselle und eine wunderbare Aufführung, eine wunderschöne Ballerina, ganz edel. Die ließ sich da tragen zu den Klingen und kam dann raus aus der Bühne. Und kaum kam sie raus, fing sie an, auf ihren Partner zu schimpfen. Zwar im Flüsterton, aber doch sehr gut zu hören. Du Arschloch, was greifst du mir da in die... Steig mir auf den Schwanz, du... Ich traue mich gar nicht, das wiederzugeben. Und kaum hatte sie das gesagt, mussten sie auch schon wieder raus. Und dann ging es wieder zurück und dann ging es wieder los. Du Arschloch, du Eierbecher. Ich gebe diese Beschimpfungen nicht weiter, weil es hier unfein wäre. Dann werde ich von YouTube oder dann werden die, die das hochladen, werden dann nochmal gesperrt. Ja, es waren beeindruckende Szenen. Es könnte auch gleich die Kamera hier beeindruckend umfallen, weil es hier fast schon orkanstarken Wind hat. Deshalb nicht böse sein, wenn ich etwas schneller rede als sonst. Ich rede ja auch sonst schon viel zu schnell. Was hat das, diese wild fluchende Ballerina, mit Annalena Baerbock zu tun? Ja, die war heute auf dem Nominierungsparteitag, wurde offiziell nominiert, war ganz schön vorbereitet alles wieder. Also so eine Mischung aus Kindergeburtstag, Kommunistischen Parteitag und US-Inszenierung. Und alles fantastisch und so gegen Ende hatte ich schon den Eindruck, dass sie so ein bisschen unzufrieden ist. Das war zumindest mein Eindruck, subjektiv, vielleicht sehen das auch andere anders. Und als sie dann von der Bühne runterging, dann wurde es spannend. Aber erstmal diese Szenen schauen Sie sich selber an, bevor ich hier die ganze Zeit rede. Wir haben uns 40 Jahre darauf vorbereitet, mit allen Ecken und Kanten. Jetzt ist der Moment, unser Land zu erneuern und alles ist drin. Scheiße. Ja, haben Sie es gehört? Scheiße. Ja, und nun die Unschuldsvermutung. Also Annalena Baerbock hatte ein drahtloses Ansteckmikro wie ich und ist mit diesem Ansteckmikro weggelaufen und normalerweise ist da nur eine Tonspur. Dass jetzt hier jemand anderer in diese Tonspur reinkommt mit einer Stimme, die der von Annalena Baerbock zum Täuschen ähnelt und dann auch noch das in die Körpersprache passt, das können wir nicht hundertprozentig ausschließen. Wir können gar nichts hundertprozentig ausschließen, auch nicht, dass das da hinten nicht die Sonne ist, sondern ein Leuchtgenerator. Aber es wäre sehr unwahrscheinlich. Also wir wollen ihr zugute halten, dass die Möglichkeit des unbefleckten Scheiße-Zitates, ja, Entschuldigung, dass die nicht ausgeschlossen ist, aber es ist doch sehr wahrscheinlich, dass sie das war und dass sie damit die eigene Rede oder Probleme, die sie dabei hatte, ausdrückte. Dabei war die Rede aus ihrer Sicht wahrscheinlich gar nicht so schlecht, relativ wenige Versprecher, aber vielleicht ist sie perfektionistisch, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall ist es peinlich, wenn eine Kanzlerkandidatin da nicht die Kontrolle über sich behält und naja, stellen Sie sich das mal auf dem G7-Gipfel vor, wenn sie dann da an beiden vorbeiläuft und sagt, Scheiße. Ja, wollen wir hoffen, dass es nicht zu weit kommt. In beiderlei Hinsicht. Sie wissen, was ich meine. Ja? Dass sie nicht zu Biden kommt als Kanzlerin. Und sollte sie es doch kommen, dass sie dann nicht diesen Fehler macht. Ansonsten, als ich die Szenen sortiert habe, da war wieder eine Habeck. Hatte ich, ich tue mir, es ist keine Bösheit. Nein, Habeck. Da war diese Habeck-Rede. Und ich tue mir schwer, das anzuhören. Ich habe mir schon überlegt, auch die mal zu dechiffrieren, wie die von
Baerbock, das ist wirklich wie Kindergeburtstag und wünsch dir was und Phrasendreschmaschine. Da waren dann solche Sätze wie, ja, wir wollen das nicht, dass jeder nach seiner Fasson glücklich wird, oder das wurde als schlecht dargestellt. Erinnerungsprotokoll, kann mich irren, kann sein, dass ich es falsch in Erinnerung habe, also nochmal selber nachsehen, vielleicht kann ich es auch hier einschneiden. Ja, und ich habe das umgekehrt gelernt, also ich würde gerne nach meiner Fasson glücklich werden und nicht nach der Fasson von Herrn Habeck oder Frau Baerbock und anderen, und kann sich jeder überlegen, ob er nach der Fasson von den Grünen glücklich werden will oder ob er eher Individualist ist und nach eigener Fasson glücklich werden will. Das ist ja eigentlich die Besonderheit der Demokratie im Gegensatz zu Regimen, die nicht so demokratisch sind. Also bemerkenswert das heute. Aber bevor mir jetzt die Kamera noch umfällt, mache ich Schluss. Einen habe ich noch auf meiner Seite, ein unglaublicher Bericht von Christian Euler wieder über mögliche Nebenwirkungen bei mRNA-Impfstoffen. Mehr sage ich nicht, sonst löscht jetzt YouTube auch noch die Kanäle, die das jetzt für mich hochladen. Ich darf ja nicht mehr auf dem eigenen. Also diese Zensur heute im 21. Jahrhundert, das kann man sich nicht vorstellen. Aber es gibt etwas Gegenwind, Gott sei Dank. Im US-Kongress gab es jetzt einen Auftritt, wo Abgeordnete sich empörten über die Zensur und das, was Big Tech herausnimmt, die großen Internetkonzerne. Und vielleicht dreht sich der Wind. Wäre dann etwas peinlich für die ganzen Zensurfetischisten hier bei uns, die sagen, ja, aber das ist doch Hausrecht, das dürfen die doch. Ich möchte die mal fragen, wenn jemand, wenn ein Vermieter sagt, er vermietet seine Wohnung dann nicht an jemand, der homosexuell ist oder der eine bestimmte Hautfarbe hat oder dergleichen, würden die das dann auch richtig finden? Also sagt jemand, das ist doch Hausrecht. Also Hausrecht und Grundrechte sind unterschiedliche Dinge, und dass hier diejenigen, die sich immer für die Guten halten, der Zensur hier das Wort reden, dass die das rechtfertigen und für toll finden, noch dazu von einem US-Monopolkonzern, die Welt steht Kopf. Die Welt steht tatsächlich Kopf. Aber reinschauen auf meine Seite, der Bericht von Christian Euler. Ich darf Ihnen nicht sagen, was da dran ist, weil ich will ja nicht die Kanäle, die mich jetzt hochladen, aus Solidarität in Gefahr bringen. Aber schauen Sie rein, wir brauchen hier nicht die Zensoren, Gesinnungswärter und die Kleingeister, die hier mit der Schere sitzen und schauen, ob irgendjemand etwas sagt, was nicht gesagt werden darf. Hand aufs Herz. Wann in der Geschichte hatten diejenigen recht, die zensiert haben? Mir fällt da nichts ein. Alles Gute, danke, ciao. Ein kurzes Backstage heute, das mit den Mikrofonen, die nicht ausgeschaltet sind, wurde nicht nur Annalena Baerbock zum Verhängnis, es ist auch Wladimir Putin einmal zum Verhängnis geworden, als er sich mit einer israelischen Delegation traf in Moskau und dachte, die Mikrofone sind aus. Und das war zu einem Zeitpunkt, als der damalige israelische Präsident Moshe Katsav mehrerer Vergewaltigungen angeklagt war. Er wurde später auch verurteilt, der kam tatsächlich ins Gefängnis. Und Putin sagte dann sinngemäß, als die Mikrofone noch an waren, er das nicht wusste, ja, toller Kerl, so viel Kraft und wir beneiden ihn alle, euren Präsidenten. Ups, ist ein bisschen ins Auge gegangen. Von daher muss man immer aufpassen, ob die Mikrofone an oder aus sind. Ich mache meines jetzt aus, bevor die Kamera umfällt. Entschuldige mich nochmal für die Staccato-Sprechweise heute, aber die Kamera, die war nicht ganz so billig, dafür ist sie endlich scharf und macht den Hintergrund unscharf, wie es sein soll, und ist zuverlässig im Gegensatz zu den früheren. Aber ich hätte es jetzt ungern, dass sie hier vom Balkon geweht wird. Alles Gute, danke, ciao, schönes Wochenende, nicht unterkriegen lassen, nicht verrückt machen lassen in Deutsch. Absurdistan. Und eines habe ich doch noch vergessen. Und zwar jetzt diese Aussage von der ideologischen Schriftstellerin Emke, die den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekam für ihr Buch Gegen den Hass, heißt es, glaube ich, die heute eigentlich Klimaforscher mit Juden gleichgesetzt hat, also Anspielung auf das Dritte Reich. Und also zum einen, es gibt ja dieses Tucholsky-Zitat, nichts erfordert so viel Mut, als offen gegen den Geist der Zeit zu sein und Nein zu sagen. Und bei Klimaforschern, also sind wir uns ehrlich, wenn heute jemand sagt, der Klimawandel ist menschengemacht und wir hier in Deutschland müssen das retten, ist dann die Gefahr sehr groß? Wird man deswegen dann massiv diskriminiert? Bekommt man am Bankkonten gekündigt? Ist man dann massiv ausgegrenzt? Also
Ich habe den Eindruck eher umgekehrt, aber gut, die Frau Emke sieht das vielleicht haargenau umgekehrt. Aber was da noch erstaunlich ist und wirklich absurd ist dann, das wird jetzt auf eine Ebene gebracht mit dieser Jana aus Kassel. Das ist eine junge Frau, die wohl eher zufällig bei einer kleinen Querdenker-Demo auf die Bühne kam und dann da sagte, sie fühle sich wie Anne Frank. Ist eine dumme Aussage, ist geschmacklos, kann man verurteilen, aber es ist eine junge, völlig unpolitische Frau, die zufällig auf eine Bühne kam und das wird jetzt dann auf eine Ebene gebracht mit einer Aussage einer Schriftstellerin, die eingeladen ist auf dem Parteitag der Partei, die den nächsten Kanzler oder die Kanzlerin stellen wird, also Kindergarten, Deutsch-Absurdistan. Ich frage mich wirklich, leben wir in einer Idiokratie wie in diesem US-Film Idiocracy? Ich bekomme immer öfter den Eindruck, leider. Und jetzt mache ich aber wirklich Schluss, wo es jetzt windstill geworden wäre. Aber lieber Wind, führe mich nicht in Versuchung, dass ich noch mehr quassle. Alles Gute, danke, ciao, schönes Wochenende.